Okay, gut, dann fange ich mal pünktlich an. Wir haben heute viel vor. Und zwar als erstes das Thema T-Statistiken. Wir sind jetzt mit T-Statistiken also im Bereich Modellevaluation angekommen. Ja, ich hatte Ihnen ja erklärt, dass der Theorieteil der Vorlesung aus diesen drei Teilen besteht: Modellformulierung, Parameterschätzung, Modellevaluation. Wir haben also in den letzten beiden Einheiten gesehen, wie das allgemeine lineare Modell formuliert wird, y gleich x beta plus epsilon, mit der n mal p Designmatrix x. Wir haben dann in der letzten Einheit die Parameterschätzer des allgemeinen linearen Modells kennengelernt. Das sind der Beta-Parameterschätzer, hier links in gleichem 2, und der Varianzparameterschätzer rechts. Und heute beschäftigen wir uns mit T-Statistiken, und wie Sie sehen können, an der Formel hier links in gleichem 3 bezieht sich die T-Statistik auf den Beta-Parameterschätzer und den Varianzparameterschätzer. Das heißt, die T-Statistik ist also eine Funktion der Parameterschätzer des Modells und erlaubt es uns, dann das Modell zu evaluieren. Was das bedeutet, werden wir gleich sehen. Und noch einmal, wir haben über die Standardprobleme frequentistischer Inferenz gesprochen, also Parameterschätzung, Konfidenzintervalle, Hypothesentests. Den Bereich Parameterschätzung haben wir jetzt quasi abgeschlossen. Ja, also wir haben gelernt, wie man Beta und Sigma Quadrat schätzen kann im allgemeinen linearen Modell. Und wir werden heute T-Statistiken einführen und sehen, wie man auf der Grundlage von T-Statistiken Konfidenzintervalle für Beta-Parameterkomponenten spezifizieren kann. Den Abschnitt Hypothesentests auf der Grundlage von T-Statistiken, der wird so angedeutet. Damit wollen wir uns allerdings tiefer beschäftigen, wenn wir dann in der Anwendung sind, und zwar in Einheit 9, die heißt T-Tests. Gut, also wir wollen heute T-Statistiken einführen, und T-Statistiken sind Maße zur Evaluation von Beta-Parameterschätzern. T-Statistiken quantifizieren gewissermaßen die Stärke des Effekts, geschätzt durch den Beta-Parameterschätzer, in Relation zu der Residualvariabilität im Modell, geschätzt durch den Varianzparameterschätzer. Das heißt, man kann T-Statistiken so intuitiv als ein Signal zu Rauschenverhältnis sehen. Den Begriff Signal-to-Noise-Ratio kennen Sie vielleicht besser, der ist auch im Deutschen geläufiger, würde ich sagen. Wobei also die Effekte, die durch die Beta-Parameterschätzer quantifiziert werden, dem Signal entsprechen und die Residualvariabilität dem Rauschen in den Daten. Gut. T-Statistiken können nicht nur benutzt werden, einzelne Komponenten des Beta-Parameter-Vektors zu evaluieren, sondern auch beliebige Linearkombinationen, also zum Beispiel Differenzen von Beta-Parameter-Komponenten. Wir werden heute jetzt die funktionale Form von T-Statistiken in der allgemeinstmöglichen Form einführen und sehen, wie Spezialfälle davon dann für frequentistische Konfidenzintervalle genutzt werden können. Den Einsatz von T-Statistiken zum Zwecke von Hypothesentests, das heißt speziell den Einstichproben und den Zweistichproben-T-Tests, vertagen wir noch ein bisschen auf Einheit 9, wie ich gerade gesagt habe. Gut, was ist der Plan für heute? Wir werden also zunächst hier so eine einen wahrscheinlichkeitstheoretischen Abschnitt haben, in dem wir uns fragen, was sind T-Verteilungen. Dann werden wir darauf aufbauend T-Statistiken definieren und ihre Verteilung herleiten. Und im letzten Abschnitt schauen wir dann, wie sich Konfidenzintervalle mithilfe von T-Statistiken bestimmen lassen. Gut, dann also zu den T-Verteilungen. Was ist eine T-Zufallsvariable? Gegeben sei eine standardnormal verteilte Zufallsvariable Z, also eine normal verteilte Zufallsvariable mit Erwartungswertparameter 0 und Varianzparameter 1. Und eine Chi-Quadrat verteilte Zufallsvariable U mit dem Freiheitsgradparameter n. Wir gehen weiterhin davon aus, dass z und u voneinander unabhängige Zufallsvariablen sind. Dann nennen wir die Zufallsvariable groß T, die hier so definiert ist, z geteilt durch Wurzel aus u durch n, eine
t verteilte Zufallsvariable mit dem Freiheitsgrad Parameter n. Wir schreiben das so, groß t folgt einer t-Verteilung mit Parameter n. Die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion einer t-Verteilung bezeichnen wir mit klein t und die kumulative Verteilungsfunktion und inverse kumulative Verteilungsfunktion einer t-Verteilung bezeichnen wir mit diesen griechischen Buchstaben psi und psi invers. Wer kann mir nochmal sagen, was eine kumulative Verteilungsfunktion ist? Ja, bitte. Da werden alle Verteilungen aufeinander aufgerechnet. Das heißt, es kommt dann immer Plus da drauf. Das ist ja informell beschrieben. Also Sie denken jetzt so an diskrete Zufallsvariablen, zum Beispiel einen Würfelwurf, Resultate in 1 bis 6. Und dann würden wir zum Beispiel für die kumulative Verteilungsfunktion an der Stelle 4 die Wahrscheinlichkeiten der Würfelergebnisse 1 bis 4 aufsummieren. Ja. Ja, okay. Das geht natürlich auch für kontinuierliche Zufallsvariablen. Ich mache hier nochmal kurz was an, was es vielleicht ein bisschen veranschaulicht. Also nehmen wir an, wir haben eine Zufallsvariable Xi mit der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion P von Xi. Und die könnte jetzt zum Beispiel so aussehen. Das könnte also eine Normalverteilung oder eine T-Verteilung sein. Und dann bezeichnet die kumulative Verteilungsfunktion an der Stelle x die Wahrscheinlichkeit, einen Wert für die Zufallsvariable c zu beobachten, kleiner gleich x. Und was müssen wir dafür tun? Wir müssen dafür alle Wahrscheinlichkeiten bis x aufsummieren, wie Sie gerade gesagt haben. Das heißt also, hier haben wir jetzt die kumulative Verteilungsfunktion. Die kumulative Verteilungsfunktion fängt immer bei 0 an, ja, weil wenn wir bei minus unendlich sind, dann gibt es keine Werte der Zufallsvariable kleiner minus unendlich, die also möglich sein könnten. Und dann würde für diese Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion da oben jetzt zum Beispiel die kumulative Verteilungsfunktion ungefähr so aussehen, dass die also da, wo die größte Wahrscheinlichkeitsmasse konzentriert ist, auch ihren stärksten Anstieg hat und für plus unendlich dann den Wert 1 erreicht, weil alle Werte der Zufallsvariable sind gewissermaßen kleiner gleich plus unendlich. Gut. Die kumulative Verteilungsfunktion könnte man also in dem Fall so bezeichnen, das wäre die Wahrscheinlichkeit, dass Xi kleiner gleich x ist und bei kontinuierlichen Zufallsvariablen lässt sie sich typischerweise berechnen durch ein bestimmtes Integral von minus unendlich bis x über der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion. Ja? Das heißt, beispielsweise wäre der Wert der kumulativen Verteilungsfunktion an dieser Stelle hier die Fläche unter der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion bis zu dieser Stelle. Okay, und für eine T-Verteilung bezeichnen wir das hier also mit tx, Semikolon, Parameter n und das hier mit c, x, Semikolon, n. Im Falle einer T-Verteilung wäre die also um 0 zentriert, wie wir gleich anhand von ein paar Beispielen sehen können. Gut. Also nochmal in einfacheren Worten, wenn man eine Chi-Quadrat verteilte Zufallsvariable teilt durch die Wurzel, Entschuldigung, wenn man eine standardnormal verteilte Zufallsvariable teilt durch die Wurzel aus einer Chi-Quadrat verteilten Zufallsvariable, geteilt durch ihren Freiheitsgradparameter, dann erhält man eine T-verteilte Zufallsvariable. Die Definition und das Theorem, was wir gleich sehen werden, gehen auf das Paper Student 1908 zurück und nachher kann ich Ihnen auch noch kurz erzählen, wieso das eigentlich Student genannt wird. Gut, jetzt zur Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion. Gegeben sei also eine T-Zufallsvariable mit Freiheitsgradparameter n. Die hat dann den Ergebnisraum R
Das liegt daran, dass eine standardnormalverteilte Zufallsvariable z den Ergebnisraum r hat. Also sind für eine t-Zufallsvariable auch alle reellen Zahlen möglich. Dann ist die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion von t gegeben durch diese Funktion hier, t von x in Kolon n, siehe Gleichung 5. Wobei das der große griechische Buchstabe Gamma die Gamma-Funktion bezeichnet. Können Sie ja mal auf Wikipedia nachlesen, was das ist. So, wir verzichten auf einen Beweis, schauen uns aber gleich ein paar Beispiele an. Dieses Theorem ist eines der zentralen Resultate der frequentistischen Statistik, weil es damit erstmals möglich gemacht wurde, eben inferenzstatistische Aussagen zu machen für kleine Samples mit unbekannter Varianz. Die T-Verteilung ist um Null symmetrisch und was die Abhängigkeit von Parametern betrifft, ist es so, dass steigendes n die Wahrscheinlichkeitsmasse von den Ausläufen der Verteilung zum Zentrum hin verschiebt. Also man sagt, dass T-Verteilungen mit kleinem Freiheitsgradparameter Long Tails haben, also lange Ausläufe mit größerer Wahrscheinlichkeitsmasse, während solche mit größeren Freiheitsgradparametern sich denn der Standardnormalverteilung annähern. Also für etwa n gleich 30 gilt, dass die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion der T-Verteilung nahezu gleich ist mit der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion der Normalverteilung, der Standardnormalverteilung. Gut, hier haben wir ein paar Beispiele für Wahrscheinlichkeitsdichtefunktionen von T-Zufallsvariablen mit Freiheitsgradparametern von n gleich 2 bis n gleich 30. Und wie Sie sehen, vielleicht können Sie das hier sehen, dass diejenigen mit kleinerem Freiheitsgradparameter hier etwas dickere Ausläufer in der Verteilung haben. Gut. Dann habe ich Ihnen letzte Woche schon erzählt, dass es zu all diesen drei Verteilungen, die wir betrachten werden, Chi-Quadrat-Verteilung, T-Verteilung und F-Verteilung, auch jeweils eine nicht-zentrale Variante gibt, die wir dann für unsere Theoreme auch brauchen werden. Und für die T-Verteilung ist die wie folgt definiert. Gegeben sei eine normalverteilte Zufallsvariable x mit Erwartungswertparameter Delta und Varianzparameter 1. Die ist jetzt also diesmal nicht standardnormal verteilt, sondern nur normal verteilt. Zwar mit der Varianz 1, aber mit dem Erwartungswertparameter Delta, der von 0 verschieden sein kann. Des Weiteren haben wir wieder eine Chi-Quadrat-verteilte Zufallsvariable u mit dem Freiheitsgradparameter n und dann seien x und u unabhängig. Dann nennen wir die Zufallsvariable t, die jetzt genauso definiert ist wie zuvor, nur dass an der Stelle von dem z jetzt ein x steht. Die nennen wir dann eine nicht zentral t-verteilte Zufallsvariable mit dem Nicht-Zentralitätsparameter Delta, der kommt hier also aus dem Erwartungswertparameter von x, und dem Freiheitsgradparameter n. Wir schreiben das auch wieder so hin, groß T folgt T-Verteilung mit den Parametern Delta und N. Die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion und die kumulative Verteilungsfunktion bezeichnen wir weiterhin mit klein t und Psi, nur dass hier jetzt noch ein weiteres Argument hinzukommt. Ja, also Sie sehen jetzt hier zusätzlich noch den Nicht-Zentralitätsparameter Delta und an der Anzahl der Argumente der Funktion können Sie demzufolge ablesen, ob es sich um eine zentrale oder eine nicht zentrale T-Verteilung handelt. Gut. Also nochmal in anderen Worten, wenn man eine normal verteilte Zufallsvariable mit dem Erwartungswertparameter Delta und dem Varianzparameter 1 teilt durch die Wurzel aus einer Chi-Quadrat-Zufallsvariable geteilt durch ihren Freiheitsgradparameter, erhält man eine nicht zentral T-verteilte Zufallsvariable. Hier gibt es auch wieder den Spezialfall, den wir schon von den Chi-Quadrat-Verteilungen kennen, das heißt eine nicht zentrale T-Zufallsvariable mit dem Nicht-Zentralitätsparameter Delta gleich 0 ist eine zentrale T-Zufallsvariable. Das heißt, es gilt die Identität dieser beiden Wahrscheinlichkeitsdichtefunktionen. Die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion der nicht zentralen T-Verteilung mit Delta gleich 0 entspricht der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion der T-Verteilung. Gut. Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion, t eine nicht zentrale t-Zufallsvariable, dann hat t also diese Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion. Sie sehen, das wird hier immer komplizierter. Hier ist jetzt auch ein Integral mit drin von 0 bis unendlich
und exp bezeichnet die Exponentialfunktion. Wir verzichten auch hier auf einen Beweis und schauen uns nur ein paar Beispiele an. Frage? Ja, und zwar steht ja am Anfang hinter dem kleinen t, da ist so ein Punkt, was in der Mitte, was soll das heißen? Das hier? Ja, genau. Das ist so halt für Liebhaber mathematischer Notation. Also, okay. Ich mache zuerst einen einfacheren Fall, um das zu erklären. Mhm. Die Funktion f sei definiert als eine Funktion, die von, sagen wir mal, r auf r abbildet, wobei dem Funktionsargument x der Funktionswert f von x zugeordnet wird. Ja? Das ist die Definition von einer Funktion. Hier vorne schreiben wir f, weil das ist die Bezeichnung der Funktion, und hier hinten schreiben wir f von x, weil das ist dann der Funktionswert. So, jetzt haben wir hier die Funktion t und die bildet ab, das hier jetzt mal ein bisschen Platz, Sie werden gleich sehen, wieso. Die bildet ab von r nach r größer 0, klar, wahrscheinlich kann ich es immer positiv, und das Funktionsargument x wird abgebildet auf t x Delta n. So. Und jetzt, jetzt könnte man hier vorne hinschreiben, das ist die Funktion t. Ja? Dann hätte man aber nicht gesagt, welche wahrscheinlichkeitsdichte Funktion das ist, weil es gibt ja viele verschiedene nicht-zentrale t-Verteilungen mit vielen verschiedenen Deltas und Freiheitsgradparametern. Das heißt, man muss jetzt hier irgendwie vorne noch unterbringen, dass das die Funktion, die wahrscheinlichkeitsdichte Funktion der nicht-zentralen t-Verteilung mit Delta und n ist. Man könnte das so machen, als Indizes, aber dann hat man wieder ein völlig neues Symbol, deswegen müsste man das hier auch als Indizes schreiben. Deshalb schreibt man hier auch wieder diese Klammern und dann Delta und n. So, und weil man ja hier noch nicht den Funktionswert bezeichnet, sondern die Funktion, setzt man an die Stelle von dem x einen Punkt. Das soll so bedeuten, da ist eine Leerstelle, da muss was rein. Wie gesagt, also wenn man mathematische Notation unbedingt so detailliert ausschreiben muss, dann muss man eben da Kompromisse machen. Gut, also zurück zu den Beispielen. Für Wahrscheinlichkeitsdichtefunktionen nicht zentraler T-Zufallsvariablen. Wir haben hier in unterschiedlichen Grautönen unterschiedliche Nicht-Zentralitätsparameter. Und Sie sehen, dass für Delta gleich 0 das Ganze hier um 0 zentriert ist, während für Delta gleich 5 und Delta gleich 15 es in den positiven Bereich wandert und auch nicht symmetrisch wird oder asymmetrisch wird. Für negative Deltas würde es entsprechend in den negativen Bereich wandern. Und die durchgezogenen Linien stehen hier für n gleich 5 und die gestrichelten Linien für Freiheitsgradparameter n gleich 30. Das heißt, man kann sagen, dass wieder gilt, ein höherer Freiheitsgradparameter macht die Verteilung ein bisschen schmaler und stärker konzentriert auf dem zentralen Wert. Auf jeden Fall bewirkt der Nicht-Zentralitätsparameter eben, dass die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion nicht zentral ist und damit hat die Rede von der Nicht-Zentralität hier vielleicht auch ein bisschen mehr Sinn als letzte Woche bei den Chi-Quadrat-Verteilungen, wo das eigentlich ja nur für die Ausgangszufallsvariablen galt, die dort Eingang hatten. Gut, gibt es bis hierhin Fragen? Ja, bitte. Die zum Beispiel jetzt hier die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion der nicht zentralen Zufallsvariable für die Klausur, wie genau müssen wir das, also müssen wir das erkennen können? Könnte ich sagen, dass es da steht? Nein. Also in den Selbstkontrollfragen habe ich aufgenommen die Definition einer T-Zufallsvariable, okay, ja. T gleich Z durch und so weiter, und die Definition einer nicht-zentralen T-Zufallsvariable. Alles klar. Wahrscheinlichkeitsdichtefunktionen muss man nicht auswendig kennen. Alles klar. Es wäre Quatsch, die auswendig zu lernen, weil die sind ja sowieso implementiert in unseren Softwareumgebungen. Es gibt zwei Ausnahmen, univariate und multivariate Normalverteilung. Sollten Sie auswendig kennen. Nein. Braucht man häufig.
ich mal. Aber die sind ja auch sehr ähnlich zueinander, also braucht man sich eigentlich nur eine merken. Ja, da war noch eine Frage? Ja, nee, also jetzt steht ja nur in den Selbstkontrollfragen, dass wir das skizzieren müssen. Das heißt, die haben ja auch trotzdem Multiple Choice-Fragen. Können Sie sich vorstellen, am Abbildern reinzublenden? ja, gute Frage. Also, es gibt ja so recht seltsame Selbstkontrollfragen, wobei das Wort skizzieren verwendet. Also einmal skizzieren Sie den Beweis. Das würde bedeuten, dass man irgendwie den ungefähren Ablauf des Beweises wiedergeben kann. Und skizzieren Sie Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion. Ich verstehe diese Selbstkontrollfrage mit dem Skizzieren der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion so, dass Sie sich in R setzen, also an den Computer setzen, ein R-Skript schreiben, was Sie plottet. Das ist eine Übung für zu Hause. Ja. So, jetzt wollen Sie wissen, ob ich eventuell Abbildungen zeige und Sie dann raten müssen, welche T-Verteilung mit welchen Delta und N das ist. Ich glaube nicht. Also Sie sollten schon wissen, wie sich die Parameter der Verteilung auswirken. Ja? Das erkennt man ja auch recht gut an diesen Grafiken. Aber ich denke nicht, dass es in der Multiple-Choice-Klausur Bilder geben wird, die Sie dann zuordnen müssen. Okay. Also das hat mir bisher auch noch nicht so... Aber ich kann jetzt nicht komplett ausschließen, dass es Abbildungen geben wird in der Multiple-Choice-Klausur. Mhm. Also das könnte schon bei irgendeiner Frage mal sinnvoll sein. Aber in welcher, wie man sieht, weil ist nicht eine Abbildung auch eine Funktion? War das jetzt ein Wortspiel? Oder? Nee, das sind mit Abbildung meinte ich wirklich Bilder, Grafiken. Ja, ja. Nicht Funktionsabbildung. Okay. Also Funktionsabbildung kommen die ganze Zeit vor. Ja. Gut. Gut. Wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann würden wir jetzt T-Statistiken einführen. Und dazu brauchen wir zunächst mal ein Hilfsmittel. Und dieses Hilfsmittel ist der Begriff des Kontrastgewichtsvektors. Oder manchmal auch einfach nur Kontrastvektor, der wie folgt definiert ist. Gegeben sei also das allgemeine lineare Modell mit der jetzt hinlänglich bekannten Gleichung, wobei Beta ein p-dimensionaler Beta-Parameter-Vektor ist. Ja? Dann ist ein Kontrastgewichtsvektor oder Kontrastvektor definiert als ein Vektor derselben Dimensionalität, also ein p-dimensionaler Vektor c, sodass das Skalarprodukt von c und Beta eine lineare Kombination der Beta-Parameter ist. Ja? Also wir haben hier das Produkt C transponiert Beta. Welche Dimensionalität hat das Ergebnis von diesem Produkt? Ja? P mal P. P mal P, wie kommen Sie darauf? Beta-Parameter. Achso, nee, da steht ja nur P. Mhm. Sie wollen ergänzen? 1, also C transponiert wäre 1 mal P, ja? Ja. Und ich frage nach der Dimensionalität von C transponiert Beta. Okay. Das ist dann ein... Also Sie hatten jetzt 1 mal 1 gesagt, damit meinten Sie eine 1 mal 1 Matrix, also ein Skalar. Ja, gut, das ist richtig. Also C und Beta sind beides p-dimensionale Vektoren, das heißt haben die Dimension p mal 1. C transponiert hat entsprechend die Dimensionalität 1 mal p. Und 1 mal p multipliziert mit p mal 1 ergibt 1. Ja? Die inneren Dimensionen sind p und die äußeren Dimensionen sind 1. Das heißt, was da rauskommt, ist ein Skalar. Und welcher Skalar? Dieser Skalar hier, also die Summe über alle Beta-Parameter-Komponenten, Beta-I, multipliziert mit den Kontrastgewichten C-I. Sie werden gleich sehen, inwiefern das nützlich ist. Man kann nämlich als Kontrastgewichtsvektoren zum Beispiel die Einheitsvektoren wählen und damit einzelne Komponenten des Beta-Parameter-Vektors herausgreifen. Was sind nochmal Einheitsvektoren? Einheitsvektoren? Anyone? Ja? War das nicht die, wo man, wenn man damit dann praktisch multipliziert zu einer 1 funktioniert, also praktisch wo alles so eine 1 ist?
Das ist die Einheitsmatrix, ja. Also, Sie haben es vermutlich anders hier gedacht. Das ist die Einheitsmatrix. Und wenn man damit Matrizen multipliziert, passender Größe, kommen wieder die Matrizen raus, ja. Also wenn ich jetzt nach der Logik gehen würde, würde ich sagen, dass ein Einheitsvektor an der ersten Stelle eine 1 hat und der Rest dann 0. Genau, das wäre zum Beispiel der Einheitsvektor E1, also der dreidimensionale Einheitsvektor E1 wäre der Vektor 1, 0. Der dreidimensionale Einheitsvektor E2 wäre der Vektor 0, 1, 0. Ja? Also allgemein gesprochen, ein Einheitsvektor ist ein Vektor, der nur aus Nullen besteht, außer an einer Stelle eine 1 hat. Und an welcher Stelle ist dann eben benannt durch dieses Subskript hier. Und wir sehen gleich auf der nächsten Folie ein Beispiel, für wie ein Einheitsvektor eine einzelne Komponente des Beta-Parameter-Vektors auswählt. Man kann aber C beliebig wählen. Ja? Also man kann generell eine Wahl von C treffen und dann kann man auf diese Weise beliebige Linearkombinationen von Beta oder Beta-Dach evaluieren. So, hier jetzt also das Beispiel. Wir haben den Beta-Parameter-Vektor gegeben als Beta 1, 2, 3, 4. Das heißt, das ist ein allgemeines lineares Modell mit einer Designmatrix, die 4 Spalten hat. Ja? Die Designmatrix hat immer genauso viele Spalten, wie der Beta-Parameter-Vektor Einträge hat. Und jetzt habe ich hier mir 3 Kontrastgewichtsvektoren ausgedacht, C1, C2, C3. Und wir wollen uns mal kurz anschauen, was die machen. Und dazu rechnen wir einfach C transponiert Beta aus. Also C1 transponiert mal Beta wäre dieser Vektor C1 transponiert, 0, 0, 1, 0. Und dann haben wir Beta, 1, 2, 3, 4. Und jetzt haben wir hier die Dimensionalität 1 mal 4 und hier 4 mal 1. Das heißt, was rauskommt, ist 1 mal 1 und wir müssen die eine Zeile von C transponiert mit der einen Zeile von Beta, mit der einen Spalte von Beta elementweise multiplizieren und aufsummieren. Ja? Das war die Logik der Matrixmultiplikation. Und das machen wir jetzt. Da haben wir dann 0 mal Beta 1 plus 0 mal Beta 2 plus 1 mal Beta 3 plus 0 mal Beta 4. Das heißt, das Ergebnis wäre Beta 3. Ja, das ist also eine, wenn wir also E3 transponiert mal Beta aufschreiben, ist das eine handliche Art und Weise zu sagen, wir greifen damit Beta 3 aus. Okay, dann dasselbe für C2. C2 transponiert ist 1 minus 1, 0, 0. Multipliziert mit Beta. Skalarprodukt aus, 1 mal Beta 1 plus minus 1 mal Beta 2 plus 0 mal Beta 3 plus 0 mal Beta 4 ergibt Beta 1 minus Beta 2. Das heißt, dieser Kontrastgewichtsvektor würde die Differenz von Beta 1 und Beta 2 berechnen. Und dann machen wir dasselbe noch mit C3. C3 transponiert ist 1, 2, 3, 4. Und multipliziert mit dem Beta-Parameter-Vektor ergibt das also eine Linearkombination all dieser mit den Gewichten, die hier stehen. Das heißt, das Ergebnis davon wäre Beta 1 plus 2 mal Beta 2 plus 3 mal Beta 3 plus 4 mal Beta 4. So. Frage dazu? Wozu dienen jetzt diese Kontrastgewichtsvektoren? Das steht auf der nächsten Folie. Okay. Wir definieren jetzt nämlich hier die T-Statistik für einen Kontrastgewichtsvektor. Gegeben sei das allgemeine lineare Modell mit den Parameterschätzern Beta-Dach und Sigma-Quadrat-Dach. Und dann ist für einen Kontrastgewichtsvektor C, wie zum Beispiel diese hier, und einen Nullparameter Beta-Null, die T-Statistik definiert als dieses Verhältnis. C transponiert Beta-Dach minus C transponiert Beta-Null geteilt durch Wurzel aus Sigma-Quadrat-Dach C transponiert X invers mal C.
Sie sehen, hier kommt wieder dieses ominöse x transponiert x invers vor. Wir werden auch gleich im Theorem sehen, warum das so ist. Und die Funktion von C, also des Kontrastgewichtsvektors, besteht jetzt quasi darin, den Parametervektor auf einen Skalar zu projizieren. Ja? Also je nachdem, an welcher Größe man in dem Modell interessiert ist, zum Beispiel könnte man sagen, ich interessiere mich für den dritten Regressionskoeffizienten oder ich interessiere mich für den Unterschied zwischen dem ersten und dem zweiten Regressionskoeffizienten. Je nachdem, für was man sich interessiert, spezifiziert man den Kontrastgewichtsvektor. Und dann ist die T-Statistik so definiert. Die T-Statistik hängt also über Beta-Dach und Sigma-Quadrat-Dach von den Daten. Welche Funktion hat jetzt Beta 0? Also wir haben gesehen, C ist der Kontrastgewichtsvektor und der Kontrastgewichtsvektor projiziert den Beta-Parametervektor auf einen Skalar. Aber was macht Beta 0, was ich hier als 0-Parameter bezeichnet habe? Je nachdem, wie man Beta 0 wählt, kann man die T-Statistik unterschiedlich einsetzen. Ja? Also wenn man jetzt beispielsweise P0 auf den p-dimensionalen Nullvektor setzt, dann verschwindet hier in diesem Bruch einfach der zweite Term im Zähler. Und im Zähler steht nur noch C transponiert Beta Dach. Und dann erhält man eine Deskriptivstatistik, die also geschätzte Regressoreffekte, zum Beispiel den Effekt von Beta 3 oder die Differenz von Beta 1 und Beta 2, ins Verhältnis setzt in Bezug zu der durch Sigma Quadrat Dach quantifizierten Residualvariabilität, das heißt, wie viel Rauschen in den Daten ist. Der Nenner der T-Statistik sorgt dabei dafür, dass die Standardabweichung der entsprechenden Beta-Parameterkomponenten korrekt und präzise berücksichtigt wird. Ja? Also wir haben gesehen, dass das hier, x transponiert x invers, die Kovarianz des Beta-Parameterschätzers ist. Und dadurch, dass man dann hier von links und von rechts den Kontrastgewichtsvektor dran multipliziert, sorgt man eben dafür, dass die entsprechenden richtigen Elemente aus dieser Matrix miteinander verrechnet werden. Gut, das kann man mit folgender Intuition zusammenfassen. Die T-Statistik entspricht der geschätzten Effektstärke, das ist dieses C transponiert Beta Dach, geteilt durch die geschätzte und Stichprobenumfang skalierte Datenvariabilität. Das kommt durch das X transponiert X invers mit hinein. Wenn man jetzt stattdessen für Beta 0 Beta einsetzt, also den wahren, aber unbekannten Beta-Parameterwert, dann erlaubt es die T-Statistik, Konfidenzintervalle für die einzelnen Komponenten des Beta-Parameters zu bestimmen. Jetzt fragen Sie sich natürlich wieder, wie soll das gehen? Wie können wir denn, Beta ist doch der wahre, aber unbekannte Wert des Beta-Parameters, wie können wir den dann einsetzen? Wenn wir hier davon sprechen, den einzusetzen, dann meinen wir damit, dass wir in Formeln, Herleitungen und Beweisen Beta 0 auf Beta setzen. Und dann erhalten wir Terme, die wir in geeigneter Weise umstellen können, sodass wir dann probabilistische Aussagen über Beta und Beta-Dach machen können. Ja? Das ist der Grund, warum wir dann Beta einsetzen. Das bedeutet aber nicht, dass wir Beta kennen, sondern wir setzen Beta in die Formel ein. Und das werden wir dann im letzten Abschnitt zu Konfidenzintervallen sehen. So, wenn man sich jetzt für keinen dieser Spezialfälle entscheidet, also nicht Beta 0 gleich 0 Vektor oder Beta 0 gleich Beta, dann kann man irgendeine Wahl von Beta 0 treffen, zum Beispiel, dass Beta 0 ein Element aus Groß Theta 0 ist, wobei Groß Theta 0 hier der Nullhypothese entspricht, zum Beispiel, dass alle Beta-Parameter-Komponenten 0 sind oder dass eine bestimmte Beta-Parameter-Komponente 0 ist, also der entsprechende Regressor keinen Effekt auf die gemessenen Daten hat. Und dann erlaubt es die T-Statistik eben Hypothesentests durchzuführen, bei denen der Wert von Beta gegen den durch Beta 0 angegebenen Wert getestet wird. Ja, also man testet dann damit die Nullhypothese, ob Beta gleich Beta 0 ist. Und wenn nicht, dann kann man darauf schließen, dass Beta wahrscheinlich einen anderen Wert hat. Und das könnte bedeuten, dass es einen statistisch signifikanten Effekt
von irgendeiner der Variablen im Modell gibt. Gibt es dazu Fragen? Also das ist natürlich ein bisschen unglücklich, ja? Also bei der einfachen linearen Regression, da bezeichnen wir, also da ist das ein zweidimensionaler Vektor, das Beta, und wir bezeichnen die Elemente dieses Vektors nicht als Beta 1 und Beta 2, sondern als Beta 0 und Beta 1. Und das hat eben den Hintergrund dieser Modellgleichung, wo Beta 0 so eine Art Baseline darstellen soll, und Beta 1 dann der zusätzliche Effekt ist. Beta 0 ist hier im Gegensatz zu dem Beta 0 im Modell der einfachen linearen Regression ein Vektor. Also dieses Beta 0 hier bei der einfachen linearen Regression ist skalar, der Offset-Parameter. Und das Beta 0 hier, das ist halt ein Vektor, der die gleiche Dimensionalität hat wie der Beta-Parameter. Ja, guter Hinweis. Ist mir nicht aufgefallen. Man könnte darüber nachdenken, das mal umzubenennen. Gamma 0 oder so. Ja? Wenn man jetzt eine T-Statistik definieren würde, dann denkt man sich einfach einen Kontrastgewichtsvektor dazu aus und einen Beta-0-Vektor. Das ist alles, was wir selber modulieren können. Mhm. Genau. Also man denkt sich das aus, aber das ist natürlich nicht willkürlich ausgedacht, ja, sondern hat immer einen bestimmten Hintergrund. Ja. Ja? Also zum Beispiel, dass man, wenn jetzt, es könnte sein, dass beispielsweise die dritte Spalte in unserem Modell der Variable Alter oder Therapiedauer entspricht, ja? Und die abhängige Variable ist Delta BDI, und wenn wir dann wissen wollen, ob Alter oder Therapiedauer einen signifikanten Effekt hat, dann wählen wir diesen Kontrastgewichtsvektor. Es gibt dann Beispiele, insbesondere in der FMRT-Datenanalyse, wo man sich für die Differenz von zwei Beta-Parametern interessiert, weil man also eine Aktivierungs- und eine Kontrollbedingung hat, und dann will man oft wissen, ob das, ob die Effekte der Aktivierungs- und der Kontrollbedingungen verschieden voneinander sind. Ja? In dem Fall würde man dann eben einen Kontrastgewichtsvektor wählen, der eine Differenz spezifiziert. Aber im Prinzip ist man frei, den zu wählen, wie man will, und das ergibt sich aus der Forschungsfrage. Ja. Gut. Dann kommen wir zu diesem sehr wichtigen Theorem, nämlich zu der Verteilung der T-Statistik. Also wir haben ja jetzt gesehen, wie man die T-Statistik baut, aber wir können überhaupt keine Inferenzstatistik vollziehen, wenn wir nicht wissen, welche frequentistische Verteilung die T-Statistik hat. Und das ist also Gegenstand dieses Theorems. Gegeben sei das allgemeine lineare Modell mit den Parameterschätzern, Beta-Parameterschätzer und Varianz-Parameterschätzer. Und gegeben sei weiterhin die T-Statistik für einen bestimmten Kontrastgewichtsvektor und einen Nullparameter Beta 0. Dann gilt, dass diese T-Statistik nicht zentral T verteilt ist mit dem Freiheitsgradparameter N-P und dem Nicht-Zentralitätsparameter Delta, der also so aussieht, hier auf der rechten Seite von Gleichung 19. Das heißt, die T-Statistik folgt einer nicht-zentralen T-Verteilung, wobei der Nicht-Zentralitätsparameter durch die Wahl von C, Beta 0 und X bestimmt ist und der Freiheitsgradparameter sich aus der Dimensionalität der Designmatrix, also N und P, ergibt. Hierbei ist bitte zu beachten, dass T eine Funktion der Parameterschätzer ist, also sehen hier die Dächer in diesen Variablen, während der Nicht-Zentralitätsparameter eine Funktion der wahren, aber unbekannten Parameter, Beta und Sigma Quadrat, ist. Ja? Das heißt, in der Regel kennen wir auch den Nicht-Zentralitätsparameter nicht. Der ist also auch wahr, aber unbekannt. Das Praktische ist jetzt, dass
im Falle des Zutreffens der Nullhypothese, dass also Beta gleich Beta 0 ist, diese Differenz hier im Zähler von Delta 0 wird, das ganze Delta 0 wird und wir es dann mit einer zentralen T-Verteilung zu tun haben. Und das ist genau das, was man sich beim Hypothesentesten zunutze macht. Für den Fall, dass Beta ungleich Beta 0 ist, ist also der Nicht-Zentralitätsparameter nicht 0, da hat man eine nicht-zentrale T-Verteilung und die kann zur Herleitung von Powerfunktionen für T-Tests benutzt werden. Gut. Zum Beweis dieses Theorems. Also, hier ist es nützlich, sich nochmal das Theorem zur linear-affinen Transformation für multivariate Normalverteilung vor Augen zu führen. Das sollte man generell die ganze Zeit im Kopf haben, weil es für sehr viele Beweise und Herleitungen benutzt werden kann. Das besagt also, dass wenn Xi einer multivariaten Normalverteilung folgt, mit μ und Sigma, dass dann y gleich a mal Xi plus b auch einer multivariaten Normalverteilung folgt, mit den Parametern a mal μ plus b und Sigma, a mal Sigma mal a transformiert als Kovarianz. Matrixparameter. Siehe Einheit 4. So, wir wissen bereits und haben dieses Theorem übrigens auch für den Beweis davon verwendet, dass der Beta-Parameter-Schätzer einer multivariaten Normalverteilung folgt mit dem Erwartungswertparameter Beta und dem Kovarianzmatrixparameter Sigma Quadrat mal x transponiert x invers. Das ist übrigens ein gutes Beispiel, finde ich, für ein Theorem, wo es sich lohnt, den Beweis anzuschauen. Also generell lohnt sich das bei jedem Theorem, aber hier könnte man zum Beispiel darauf kommen, wenn man dazu verpflichtet ist, das auswendig zu lernen, sich zu fragen, was soll dieses x transponiert x invers, wo kommt das eigentlich her? Und wenn man sich den Beweis dieses Theorems einmal anschaut, dann weiß man eben, das kommt aus dem Beta-Parameterschätzer. Und das hat damit zu tun, dass hier das Theorem zur linear-affinen Transformation für multivariate Normalverteilungen angewendet wird. So, aber das ist ja jetzt Abschweifung. Wir wollen wieder zurückkommen zu dem Beweis der Verteilung der T-Statistik. Also, wir haben den Beta-Parameterschätzer und wir wollen jetzt von der Verteilung des Beta-Parameterschätzers zur Verteilung der T-Statistik kommen. Als ersten Schritt definieren wir die linear-affine Transformation C transponiert Beta-Dach minus C transponiert Beta-Null. Warum tun wir das? Wir tun das, weil das ja zumindest schon mal der Zähler der T-Statistik ist. Ja? So, das ist eine linear-affine Transformation. Das heißt, wir können im Prinzip auch wieder dieses Theorem anwenden. Ja? Wir haben hier, ich schreibe mal zur Sicherheit die Dimension noch mit drüber. Wir haben hier P mal 1, 1 mal P, 1 mal P, P mal 1. Das heißt, das Ganze hier ist 1. Das heißt, hier bei dieser linear-affinen Transformation kommt ein Skalar raus. Das hat zur Folge, dass die Normalverteilung, auf die wir jetzt kommen, eine univariate Normalverteilung ist. Und wie ist die gegeben? Die ist gegeben durch a mal μ plus b. A ist hier unser C transponiert und B ist unser minus C transponiert Beta 0. Und dann wenden wir einfach mal das Theorem an und dann kommt Folgendes raus. Wir haben hier C transponiert Beta, weil Beta ist das μ unserer Ausgangsverteilung, minus C transponiert Beta 0. C transponiert Beta 0 hat einen konstanten Wert, ja, weil wir beides festgelegt haben. Den Kontrastgewichtsvektor legen wir fest, den Nullparameter legen wir fest. Das heißt, das Ganze hat einen festgelegten Wert. So, das ist der Erwartungswertparameter dieser Normalverteilung. Jetzt kommen wir zum Varianzparameter. Dafür müssen wir das hier nehmen. Das ist unser Sigma. Und das mit der Matrix A multiplizieren und die Matrix A ist hier der transponierte Kontrastgewichtsvektor C transponiert. Dann
steht hier folgendes: C transponiert, X transponiert X, invers C. Das heißt, ich habe also das C transponiert hier einmal übernommen und dann nochmal C transponiert berechnet und das ergibt C. So. Sigma Quadrat ist ein Skalar, können wir also nach vorne bewegen und dann steht hier das. So, das ist die Verteilung der Größe C transponiert Beta Dach minus C transponiert Beta 0. Das ist aber nicht alles. Das ist erstmal nur der Zähler der T-Statistik. Wir wollen ja zur ganzen T-Statistik kommen. Deshalb nehmen wir jetzt diese Größe C transponiert Beta Dach minus C transponiert Beta 0 und teilen sie zusätzlich durch die Wurzel aus Sigma Quadrat C transponiert X transponiert X invers mal C. Warum tun wir das? Wir tun das, weil das hier die Varianz dieser Normalverteilung ist und wir zu einer Normalverteilung mit der Varianz 1 kommen wollen. Ja? Das hier bezeichne ich jetzt mal als klein v und das hier ist Wurzel aus klein v. So. Das heißt, wenn wir diese Normalverteilung multiplizieren damit, dann bewirkt das im Erwartungswertparameter, dass wir einfach durch diesen konstanten Faktor teilen. Varianzparameter bewirkt das, dass der Varianzparameter 1 wird. Ja? Also wir haben hier irgendwas mal, also anders. Wir haben, das ist wieder eine linear-affine Transformation und wir müssen damit von beiden Seiten multiplizieren. Das heißt, wir haben hier 1 durch die Wurzel von irgendwas mal 1 durch die Wurzel von irgendwas. Und Wurzel von irgendwas mal Wurzel von irgendwas ist irgendwas und irgendwas geteilt durch irgendwas ist 1. Das heißt, hier kommen wir auf die Varianz 1. Okay? So, jetzt sind wir schon sehr nah dran, weil wir sehen, das hier der Erwartungswertparameter unserer Normalverteilung in Gleichung 22 entspricht dem Delta aus dem Theorem. Und wir haben es hier mit einer Normalverteilung zu tun, die den Varianzparameter 1 und einen von 0 verschiedenen Erwartungswertparameter hat. Das riecht ja mal sehr stark nach nicht zentraler T-Verteilung. Ich bezeichne deshalb diese Variable hier mal als x. So. Jetzt wissen wir des Weiteren aus der Einheit zur Parameterschätzung, dass folgende Funktion des Varianzparameterschätzers einer Chi-Quadrat-Verteilung folgt. N minus p geteilt durch Sigma Quadrat mal Sigma Quadrat Dach folgt einer Chi-Quadrat-Verteilung mit Freiheitsgradparameter N minus p. Siehe Einheit Parameterschätzung, das war dieser Beweis mit der residuenbildenden Matrix R. Diese Variable nenne ich jetzt Z. So. Und dann gilt nach der Definition von einer nicht zentralen T-Verteilung, dass, Entschuldigung, die nenne ich U. So. Dann gilt nach der Definition einer nicht zentralen T-Verteilung, dass x geteilt durch u geteilt durch die Wurzel aus u geteilt durch ihren Freiheitsgradparameter, also n minus p, einer nicht zentralen T-Verteilung folgt mit Nichtzentralitätsparameter Delta und Freiheitsgradparameter n minus p.
So, und damit haben wir das Theorem bewiesen, weil dieses Delta hier ist das, was hier steht, und das steht auch im Theorem. Jetzt müssen wir nur noch die funktionale Form der T-Statistik genau herausarbeiten. Ja. Wenn wir jetzt schlussfolgern, dass es sich um eine nicht zentrale Zufallsvariable x handelt, dann müsste es auch auf den Folien mit x korrigiert werden. Ach ja, okay, ich sehe, ich habe hier in den Gleichungen 22 und 24 z verwendet. Das meinen Sie, ja? Ja, das ist, ja gut, das ist jetzt kein Fehler. Ich habe jetzt bloß hier die Notation schlecht gewählt, weil z hatte ich ja verwendet bei der zentralen T-Verteilung. Und z benutzt man häufig, um standardnormal verteilte Zufallsvariablen zu bezeichnen. Haben wir hier nicht, hier haben wir eine normale Normalverteilung. Deshalb ja, können Sie sich vorstellen, dass jetzt hier und da x steht. Okay. Genau, ja. Aber da es an beiden Stellen mit dem gleichen Buchstaben bezeichnet wird, ist es auch egal eigentlich. Solange man genau sagt, was es ist. Gut, jetzt folgt das Ganze also einer nicht zentralen T-Verteilung, aber wir müssen noch ausrechnen, was es ist. Und dafür setzen wir ein, t ist gleich. So, x steht hier, beziehungsweise z auf der Folie. Und das ist gegeben durch 1 durch Wurzel aus sigma Quadrat mal c transponiert, x transponiert x invers mal c mal c transponiert Beta dac minus c transponiert Beta 0. Das ist das x. Jetzt brauchen wir das u. Das u ist m minus p geteilt durch sigma Quadrat mal sigma Quadrat dac. Und jetzt muss hier noch stehen, geteilt durch n minus p. Weil das ist laut Verteilung von des Varianzparameterschätzers der Freiheitsgradparameter dieser Chi-Quadratverteilung. Okay, jetzt beobachten wir zwei Sachen. Erstens kürzt sich hier n minus p mit n minus p. Zweitens, was besonders praktisch ist, kürzt sich hier das Sigma-Quadrat raus. Ja? Das Sigma-Quadrat ist der wahre, aber unbekannte Wert von Sigma-Quadrat. Also der Varianz der Fehlerterm. Das kennen wir nicht. Das heißt, wenn sich das Sigma-Quadrat hier nicht rauskürzen würde, dann wären wir verloren. Dann könnten wir die T-Statistik ja nicht berechnen. Und das ist eben das Praktische, dass hier Sigma-Quadrat sich rauskürzt und dann sammle ich jetzt mal hier die Terme zusammen. Im Zähler bleibt das stehen. C transponiert Beta dac minus C transponiert Beta 0. Und das hier steht im Zähler, aber 1 durch, das heißt, wir können es in den Nenner ziehen. Wurzel aus. C transponiert X transponiert X invers mal C. N minus P ist weg, N minus P ist weg, Sigma Quadrat ist weg. Hier steht nur noch Sigma Quadrat unter der Wurzel und es steht im Nenner, im Zähler. Das heißt, es landet hier. Und dann haben wir genau das, was wir vorhin als T-Statistik definiert haben. Fragen bis hierher? Gut, dann können wir jetzt eine kurze Pause machen und machen in 5 Minuten weiter. Okay, haben sich in den 5 Minuten noch Fragen ergeben? Ja. Zu Kontrastgewichtsvektoren, Nullparametern oder irgendwas anderem? Ja? Ja, eine, und zwar hier auf der Folie ist ja dann dahinter nochmal so ein Ausdruck mit einer Wurzel, wo dann einmal der Sigma-Quadrat-Parameterschätzer geteilt durch Sigma-Quadrat ist. Und ja, da habe ich mich gefragt, also ich denke mal, das nimmt sich dann einfach weg, aber warum? Also ich denke mal, ich habe da an der Tafel jetzt diesen mittleren Schritt übersprungen. Ja. Ja? Ich habe hier gleich rausgekürzt. Was habe ich hier gemacht? Gleichung 26 von der ersten zur zweiten Zeile. Also das n minus p ist gestrichen. Ja, das habe ich verstanden. Aber und dann steht da jetzt. Dann wandert
die Wurzel unter dem Bruch im Zähler wandert schon mal in den Nenner. Und hier bleibt stehen Sigma Quadrat Dach, geteilt durch Sigma Quadrat. Ja. Das habe ich verstanden, aber im nächsten Schritt ist das ja weg. Also hat sich dann der Schätzer und das, ja, und der Nicht-Schätzer, der war aber unbekannter Parameterwert, einfach rausgekürzt. Nee, Sie, wir sehen hier das Dach. Also hier steht ein Dach, hier steht kein Dach, da steht kein Dach. Das kürzt sich mit dem. Ah, okay. Also man kann die beiden Wurzeln zusammenfassen, dann steht hier Sigma Quadrat durch Sigma Quadrat und das Sigma Quadrat Dach steht dann da. Okay, jetzt. Also, ja, das ist jetzt letztendlich nur noch Vertauschen von Variablen in der Position, die nichts mehr ausmacht. Okay, danke. Bisschen, vielleicht ein bisschen nicht ganz so gut aufgeschrieben. Gut, dann kommen wir zum Beispiel. Und wir wollen uns da auch wieder als erstes angucken, das Modell der unabhängig und identisch normal verteilten Zufallsvariablen. Die Designmatrix besteht da, wie wir uns erinnern, aus dem 1-Vektor, 1n. Und der Beta-Parameter-Vektor besteht aus μ, dem Erwartungswertparameter der Normalverteilung. Das ist das ALM-Szenario, unabhängig und identisch normal verteilte Zufallsvariablen. Jetzt müssen wir festlegen, einen Kontrastvektor und einen Nullparameter. Wir haben hier die Dimensionalität 1, also Beta ist ein Skalar, nämlich μ. Das heißt, unser Kontrastgewichtsvektor ist jetzt auch 1. Womit wir ausdrücken, dass wir uns für die Größe von μ interessieren. Ja? Weil c mal Beta ergibt μ. So. Und entsprechend ist Beta 0 als μ 0 festgelegt. Das heißt, mit diesem c und Beta 0 würden wir einen Test spezifizieren, mit dem wir μ gegen μ 0 testen. Gegen den Wert μ0 testen. Das wäre also der Wert von μ unter der Nullhypothese. Gut, dann können wir das entsprechend in die T-Statistik einsetzen. Wir haben hier für x den 1er-Vektor und für c eine 1. Und dann kommt das hier bei raus, y quer minus μ0 geteilt durch sy, also Stichproben-Standardabweichung, mal Wurzel n, also Stichprobenumfang. Und diese Gleichung müsste Ihnen bekannt vorkommen, weil das nämlich die Teststatistik für den Einstichproben-T-Test ist, die Sie im Wintersemester bereits kennengelernt haben und die wir auch in Einheit 9 dieser Vorlesung nochmal sehen werden. Wenn man das jetzt interpretieren möchte, kann man also sagen, die T-Statistik für den Einstichproben-T-Test ist umso höher, je höher die Werte von y quer, also was gewissermaßen unseren Effekt darstellt, je kleiner die Werte von sy Quadrat, also je kleiner die Datenvariabilität, und je höher die Werte von n, also je größer die Stichprobe unseres Experiments. In dem Zusammenhang wird, hier sehe ich gerade, ist ein Typo, beliebtes soll das stehen, also Cohen's d wird oft als ein effektstarkes Maß herangezogen und Cohen's d ist definiert als y quer geteilt durch sy. Das heißt, man teilt damit den Erwartungswert, Mittelwert einer Verteilung durch die allgemeine Varianz. Und je höher dieser Wert ist, desto höher ist entweder der Mittelwert oder desto kleiner ist die Varianz. Entsprechend kann man sagen, dass die Effektstärke umso größer ist. So, wenn Sie sich jetzt die Formel anschauen und hier mit der T-Statistik vergleichen, sehen Sie, dass wenn wir μ0 gleich 0 setzen, das heißt gegen einen Erwartungswert 0 testen, zum Beispiel Delta BDI gleich 0, keine Symptomveränderung, dass dann Cohen's d schlicht und einfach T-Statistik geteilt durch Wurzel n ist. Ja, also die beiden sind in diesem Fall ineinander umrechenbar. Und Cohen's d ist damit ein Stichprobenumfang unabhängiges Signal-to-Noise-Ratio. Im Gegensatz zur T-Statistik, die ein Stichprobenumfang abhängiges Signal-to-Noise-Ratio ist. Gut. Wir führen dazu eine Simulation durch. Wir haben hier unsere altbekannte Modellformulierung dieses Beispielmodells mit 12 Datenpunkte. Designmatrix ist der 1-Vektor. Wir legen jetzt hier zwei Hypothesenszenarien fest. In einem ist μ gleich 0 und im anderen ist μ gleich 1. Dann schreiben wir unsere Kontrastgewichtsvektoren und Beta 0 hin, wie wir sie auf der Folie zuvor festgelegt haben. Und dann führen wir die frequentistische Simulation durch. Die hat also folgende Struktur. Wir haben hier einmal eine äußere Schleife über Hypothesenszenarien. Das heißt, diese äußere Schleife läuft über die beiden möglichen Werte von Beta bzw. μ
einmal 0 und einmal 1. Und wir haben dann eine innere Schleife über Simulationen, insgesamt 10.000, in der wir also Daten generieren, Parameter berechnen und die T-Statistik bestimmen, die hier als T-T-E-E bezeichnet ist. So. Dann können wir das Ganze visualisieren, das heißt, wir schauen uns die Verteilung der T-Statistiken an und wir unterscheiden also diese beiden Fälle, C transponiert Beta gleich C transponiert Beta 0. In dem Falle, dass die Null-Hypothese vorliegt, also Beta gleich Beta 0 ist, haben wir hier eine zentrale T-Verteilung um 0 herum. Und im Falle, dass die Alternativhypothese erfüllt ist, dass also Beta ungleich Beta 0 ist, haben wir hier eine nicht zentrale T-Verteilung, wie man sieht, wobei in beiden Fällen die Verteilung der T-Statistiken gut beschrieben wird durch die Wahrscheinlichkeitsdichte-Funktion, wie sie durch das Theorem vorhergesagt wird, die hier also in Orange gegeben ist. Okay, dann machen wir nochmal genauso eine Simulation für unser zweites Beispielmodell, also das Modell der einfachen linearen Regression. Ich gehe auch hier nochmal kurz auf die Modellformulierung ein. Wir haben also ein Modell, dessen Designmatrix besteht aus dem 1-Vektor und dem Vektor der Prädiktorvariable x. Das heißt, es ist eine n mal 2 Designmatrix, entsprechend hat auch Beta zwei Einträge, nämlich Beta 0, Beta 1. Und wir legen auch wieder zwei wahre, aber unbekannte Hypothesenszenarien fest. Nämlich in einem davon ist der Beta-Parameter-Vektor 1, 0 und im anderen ist er 1, 1. Das heißt, die Szenarien unterscheiden sich nicht darin, welchen Wert der Offset-Parameter hat. Der ist in beiden Fällen gleich. Sondern die Szenarien unterscheiden sich darin, welchen Wert der Steigungsparameter hat. Also der Steigungsparameter ist ja der Effekt von x auf y. Das heißt, wenn der 0 ist, hat x keinen Effekt auf y. Und wenn er 1 ist, dann gibt es einen Einfluss von x auf y. Jetzt brauchen wir zusätzlich noch den Kontrastgewichtsvektor und den Nullparameter. Den Kontrastgewichtsvektor legen wir hier als 0, 1 fest. Das hat zur Folge, dass unser Term C transponiert Beta, also den Steigungsparameter aus dem Beta-Parameter-Vektor auswählt. Ja? Das heißt, wir interessieren uns jetzt in dieser Analyse für den Steigungsparameter Beta 1. Wir legen dann auch Beta 0, den Nullparameter fest, wobei Beta 0 jetzt hier, wie bereits gesagt, nicht der Offset-Parameter ist, sondern der Nullparameter der T-Statistik. Und Beta 0 wird als 0, 0 festgelegt. Und wenn wir jetzt C transponiert Beta 0 berechnen, dann ist das Ergebnis 0. Ja, das heißt, zusammengefasst würde das bedeuten, dass die Null-Hypothese eines Tests, den wir mit dieser T-Statistik durchführen würden, was wir nicht machen, aber wie gesagt, es ist ein Ausblick, der hätte die Null-Hypothese, dass Beta 1 gleich 0 ist. Dass also der Steigungsparameter den Wert 0 hat, dass also x keinen Einfluss auf y hat. Und wenn diese Null-Hypothese abgelehnt wird, dann kann man davon sprechen, dass es einen statistisch signifikanten Einfluss gibt. Das werden wir dann übernächste Einheit sehen. Gut. Wieder die gleiche frequentistische Simulation, Iteration über Hypothesenszenarien. In jedes Hypothesenszenario definiert ein wahres, aber unbekanntes Delta. Dann weitere Iterationen über Simulationen, Berechnung der T-Statistik. Und wir schauen uns wieder die Verteilung der T-Statistiken an und wir sehen, was wir schon erwartet haben, nämlich für den Fall, dass Beta gleich Beta 0 ist, was hier bedeutet, dass Beta 1 gleich 0 ist, ist das eine normale, zentrale T-Statistik und für den Fall, dass Beta ungleich Beta 0 ist, haben wir hier also nicht eine nicht zentrale T-Verteilung und die Histogramme werden auch durch diese Verteilung gut abgebildet. Gut, an der Stelle kann ich Ihnen jetzt noch eine kleine Geschichte erzählen, wie es überhaupt zu dieser Bezeichnung studentische T-Verteilung ist.
Also wir benutzen hier durchgängig die Bezeichnung T-Verteilung und nicht zentrale T-Verteilung. Aber Sie kennen es vielleicht aus dem Schulunterricht oder auch aus Statistikbüchern so, dass manchmal von der studentischen Verteilung oder von der studentischen T-Verteilung gesprochen wird. Es hat folgenden Hintergrund. Die T-Verteilung geht auf diesen Mann hier zurück, der hieß William Gossett und er hat Anfang des 20. Jahrhunderts in der Guinness-Brauerei in Dublin gearbeitet. Der hat dort Experimente gemacht mit Gerste, hat also irgendwie, also ich weiß nicht, was da einen Einfluss hat, aber Gerste mit unterschiedlichen Produktionseigenschaften benutzt, um Bier zu brauen und dann die Qualität des Biers betrachtet. Wie gesagt, ich habe davon keine Ahnung. Jedenfalls hat er Experimente mit kleinen Stichproben durchgeführt und ist also in dem Zusammenhang auf die T-Verteilung gestoßen, hat also bemerkt, dass man bei kleinen Stichproben und unbekannter Varianz zu einer T-Verteilung der Teststatistik kommt. Und dann wollte er seine Ergebnisse publizieren, aber die Guinness-Brauerei hat es ihren Mitarbeitern untersagt, Forschungsergebnisse publizieren, weil, so ist zumindest die Geschichte, ein anderer Mitarbeiter das schon einmal gemacht hatte und auf diese Weise Betriebsgeheimnisse an die Öffentlichkeit gelangt war. So. Dann hat Gossett also anonym publiziert und das Pseudonym, was er sich gegeben hat für den Artikel, war Student, also Student. Und Fischer, der ja bekannt ist als der, sowas wie der Gründungsvater der frequentistischen Statistik, hat das dann entsprechend übernommen und immer von der Verteilung von Student oder der studentischen Verteilung gesprochen. Und aus dem Grund nennen wir das halt auch heute die studentische T-Verteilung. Gibt es Fragen bis zu diesem Punkt? Okay, dann machen wir weiter mit Konfidenzintervallen. Und da beginnen wir zunächst mal mit einer Wiederholung Wiederholung einer Sache, die Sie im Wintersemester gesehen haben, wie man nämlich die Konfidenzbedingungen zu verstehen hat. Und zwar, oder will das vielleicht jemand von Ihnen erklären? Also versuchen Sie einfach mal, sich dieses Schaubild anzuschauen und überlegen Sie, was dort abgebildet ist. Und das kann auch falsch oder unverständlich sein, ich kann dann ergänzen. Ja, bitte. Also mit dem Parameterschätzer haben wir quasi einen Tipp für den wahren, aber unbekannten Parameterwert. Mhm. Und das ist aber relativ ungenau und deswegen ziehen wir dann die Konfidenzintervalle heran und bestimmen ein Intervall, die eine bestimmte Wahrscheinlichkeit hat, wie zum Beispiel 95%, dass der wahre, aber unbekannte Parameterwert innerhalb diesem Intervall liegt. Mhm. Ja, also Sie haben jetzt sehr genau beschrieben, was Konfidenzintervalle sind, aber Sie haben nichts zu dieser Abbildung ja gesagt. Ja. Was zeigt diese Abbildung? Ja? Die rechte Abbildung? Beide. Was? Beide. Hm? Okay, links haben wir eine Normalverteilung, würde ich sagen. Und rechts haben wir eine kumulative Verteilungsfunktion. Ja. Ja, das war es dann jetzt auch schon wieder. Okay, möchte noch jemand anders ergänzen? Ja. Ja, links ist zumindest in Grau das Delta-Konfidenzintervall markiert, praktisch der Bereich, in dem wir uns zu einem gewissen Grad sicher sind, dass der Parameter in diesem Raum liegt. Und zu rechts habe ich nichts zu sagen. Okay, jemand noch eine Idee, wie man hier von rechts zu links kommt? Okay, also das links ist keine Normalverteilung, sondern eine T-Verteilung. Aber wie wir gesehen haben, T-Verteilung und Normalverteilung sind ähnliche Verteilungen. Ja? Und hier tauchen auch im Titel diese Symbole auf, die wir bereits kennengelernt haben. Klein t ist die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion einer T-Verteilung. Hier steht nicht, welchen Freiheitsgradparameter der hat, aber das ist jetzt eine T-Verteilung. Und Psi ist die kumulative Verteilungsfunktion dieser T-Verteilung. Und was jetzt hier gemacht wird, ist, dass wir die Konfidenzbedingungen Delta haben
die haben sie letztes Semester Delta genannt, die werde ich gleich Gamma nennen, weil wir ja mit Delta schon den Nicht-Zentralitätsparameter der T-Verteilung bezeichnen. Also Delta ist hier die Wahrscheinlichkeit in der T-Verteilung, die wir einschließen wollen, und zwar möglichst symmetrisch um das Zentrum der T-Verteilung. Ja? Und jetzt wollen wir wissen, wie müssen wir hier die Grenzen T1 und T2 bestimmen, damit wir eben genau diese Wahrscheinlichkeit einschließen. So, was brauchen wir dafür? Wir brauchen dafür natürlich die kumulative Verteilungsfunktion. Und zwar müssen wir nachgucken, welcher Wert T2 ist der Wert, für den die kumulative Verteilungsfunktion den Wert 1 plus Delta durch 2 hat. Und wir müssen schauen, welcher Wert ist der, für den die kumulative Verteilungsfunktion den Wert 1 minus Delta durch 2 hat. So, da die T-Verteilung symmetrisch ist, entspricht dieser Wert hier T1 dem minus T2. Das heißt, das Gute ist, wir suchen schon mal nur einen Wert. Kurz noch zur Erklärung, warum kommen hier diese komischen Brüche ins Spiel, 1 plus Delta, 1 minus Delta durch 2. Das hat folgenden Hintergrund. Wir wollen die Wahrscheinlichkeit minus T2 kleiner gleich T kleiner gleich T2 berechnen. So, die können wir berechnen, indem wir die Wahrscheinlichkeit T kleiner gleich T2 berechnen und davon die Wahrscheinlichkeit T kleiner gleich minus T2 abziehen. Ja? Das heißt, wir nehmen uns einmal die Wahrscheinlichkeit von minus unendlich bis hierhin und ziehen davon ab die Wahrscheinlichkeit von minus unendlich bis hierhin. Was übrig bleibt, ist die Wahrscheinlichkeit von minus T2 bis T2. So, und diese Wahrscheinlichkeiten kann man aus der kumulativen Verteilungsfunktion ablesen und die sollen 1 plus Delta geteilt durch 2 und 1 minus Delta geteilt durch 2 sein. Und wenn wir das jetzt hier ausrechnen, dann haben wir 1 plus Delta minus 1 minus minus Delta geteilt durch 2. Ich habe die beiden Brüche zusammengefasst. Dann steht hier 1 minus 1 ist 0 und Delta minus minus Delta ist Delta plus Delta, also 2 Delta durch 2. Und auf diese Weise kommt dann Delta raus. Ja, das ist der Grund, warum da 1 plus und 1 minus Delta geteilt durch 2 steht. Okay, das war jetzt wie gesagt Wiederholung. Wenn Sie das nochmal vertiefen wollen, schauen Sie Einheit 10, Wahrscheinlichkeitstheorie und frequentistische Inferenz. Gut. Das ist also soweit verstanden. Ja? Das ist ganz wichtig, weil wenn wir das jetzt nicht verstanden haben, dann verstehen wir auch das Folgende nicht. Gut. Jetzt zu den Konfidenzintervallen. Gegeben sei das allgemeine lineare Modell mit der Gleichung y gleich x beta plus epsilon und so weiter, sowie die Parameterschätzer beta dach und sigma quadrat dach. Des Weiteren legen wir fest ein Gamma, was zwischen 0 und 1 ist und was das ist, was auf der vorherigen Folie Delta ist. Dieses Gamma definiert ein T-Gamma, was sich aus der inversen kumulativen Verteilungsfunktion der T-Verteilung mit n minus p Freiheitsgraden ergibt, und zwar an der Stelle 1 plus Gamma geteilt durch 2. Auf der vorherigen Folie 1 plus Delta geteilt durch 2. Das ist also eine T-Statistik oder ein T-Schwellwert, den wir brauchen werden. Dann legen wir noch fest, dass das J-Diagonalelement von x transponiert x invers Lambda J genannt wird. Also x transponiert x invers war die Kovarianz der Beta-Parameterschätzer. Und das J-Diagonalelement davon bezeichnen wir als Lambda J. Dann ist dieses Intervall hier, Kappa J, ein Konfidenzintervall mit der Konfidenzbedingung Gamma für die J-Komponente des Beta-Parametervektors. Und das Konfidenzintervall ist gegeben durch Beta Dach J minus Lambda, minus Sigma Dach mal Wurzel aus Lambda J mal T Gamma und dann nochmal Beta J Dach plus das Ganze. Also ein symmetrisches Intervall um Beta Dach J. Gut, das sieht jetzt erstmal sehr kompliziert aus. Das könnte Ihnen verständlicher werden, wenn Sie sich einmal nochmal den Stoff aus dem Wintersemester nehmen und einfach mal zum Vergleich daneben legen.
Ja, also wenn Sie sich das Konfidenzintervall für den Erwartungswertparameter bei Normalverteilung anschauen, dann werden Sie sehen, dass da einfach das Beta-J-Dach hier dem Y-Quer entspricht. Sigma-Dach entspricht Groß S, also ist die Stichprobenvarianz. Wurzel aus Lambda-J ist Wurzel aus, N durch, aus 1 durch N. Und T-Gamma ist dort T-Delta. Gut. Was müssen wir tun, um das zu beweisen? Wir müssen zeigen, dass also die Wahrscheinlichkeit, dass Beta J in diesem Konfidenzintervall ist, Gamma beträgt. Das ist die Definition von Konfidenzintervall. Zu zeigen ist also Doppelstrich P von Beta J. Wie machen wir das? Wir definieren zunächst einmal eine T-Statistik mit dem Kontrastgewichtsvektor Einheitsvektor J, EJ, und dem Nullparameter Beta. Warum Kontrastgewichtsvektor Einheitsvektor EJ? Naja, es geht hier in diesem Theorem um die J-Komponente des Beta-Parameter-Vektors und wir vermuten, dass wenn wir den Kontrastgewichtsvektor auf den J-Einheitsvektor setzen, dass wir die dann irgendwie herausgreifen können. Warum Nullparameter gleich Beta? Wir haben vorhin gesehen, dass wenn wir den Nullparameter auf den wahren, aber unbekannten Wert von Beta setzen, dass wir dann Konfidenzintervalle bestimmen. Also machen wir das jetzt mal. Gut, dann schreiben wir die T-Statistik hin. Jetzt setzen wir ein. Hier steht dann also EJ transponiert Beta-Dach minus EJ transponiert Beta statt Beta 0. Und hier steht Sigma Quadrat Dach EJ transponiert X transponiert X invers EJ. So, jetzt ist die Frage, was macht der J-Einheitsvektor, wenn man ihn von beiden Seiten an eine quadratische Matrix ranmultipliziert? Sie können sich das nachvollziehen, indem Sie ein Beispiel machen. Wenn Sie jetzt zum Beispiel 0, 1, 0 multiplizieren mit der Matrix 3x3 Matrix, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hier steht der Einheitsvektor E2, hier steht nochmal der Einheitsvektor E2. Das hier ist 1 mal 3, das ist 3 mal 3 und das ist 3 mal 1. Das heißt, das Ergebnis davon wird also ein Skalar sein. Ja, die inneren Dimensionen stimmen überein und das Ergebnis entspricht dann den äußeren Dimensionen. Und wenn Sie diesen Einheitsvektor hier multiplizieren, kommt überall das zweite Element raus. Und wenn Sie dann hier das Ergebnis davon nochmal mit diesem Einheitsvektor multiplizieren, wird das zweite Element ausgewählt. Das heißt, das Ergebnis davon ist 5, wenn Sie ja mal Zeit haben, zu Hause im Detail nachrechnen. Das heißt also, der J-Einheitsvektor wählt heraus, dass J-Diagonalelement einer quadratischen Matrix und das J-Diagonalelement dieser Matrix hatten wir definiert als Lambda J. Das heißt, das Ergebnis hier ist Beta Dach J minus Beta J geteilt durch Wurzel aus Sigma Quadrat Lambda J. Tatsächlich ist hier die Wurzel aus dem Sigma Quadrat sogar noch bezogen. Das heißt, hier Sigma Dach mal Wurzel aus Lambda J. So, diese Variable nennen wir jetzt TJ. Und wir wissen, entsprechend des Theorems zur Verteilung der T-Statistik, dass die einer T-Verteilung folgt mit Nicht-Zentralitätsparameter Delta.
Freiheitsgradparameter n-p. Den Nicht-Zentralitätsparameter Delta können wir berechnen. Der ist ja auch durch dieses Theorem gegeben. Das war C mit Beta und weiter. So, nicht vergessen, der Nicht-Zentralitätsparameter ist eine Funktion der wahren, aber unbekannten Werte. Jetzt ist es allerdings so, dass wir hier Beta 0 auf Beta festgelegt haben. Das heißt, hier steht J transformiert Beta minus EJ transformiert Beta. EJ transponiert Beta minus EJ transponiert Beta ist 0. Das heißt, der ganze Nicht-Zentralitätsparameter wird 0. Und daraus folgt, dass dieses TJ, was wir bestimmt haben, einer normalen zentralen T-Verteilung folgt. Das werden wir uns gleich zunutze machen. Gut. So, das war die T-Statistik und der Nicht-Zentralitätsparameter. Jetzt kommen wir zurück zur Definition des Confidence-Intervalls. Also, mit dem Confidence-Intervall wollen wir die Wahrscheinlichkeit bestimmen, wollen wir die Wahrscheinlichkeit kontrollieren, dass die T-Statistik zwischen minus T-Gamma und plus T-Gamma liegt. Das waren diese T-Schwellwerte, die wir uns ermittelt hatten aus der Confidence-Intervall. Und aufgrund der Art und Weise, wie wir die definiert haben, ist diese Wahrscheinlichkeit Gamma. Ja, weil wir haben ja Gamma benutzt, um die Schwellwerte minus T-Gamma und plus T-Gamma zu definieren. So, jetzt können wir hier, wir wissen, TJ ist T verteilt mit n minus p Freiheitsgraden. Das heißt, wir können hier die Form von TJ, wie wir es hergeleitet haben, benutzen und schauen mal, was dann passiert in der Klammer. TJ ist gleich Beta Dach J minus Beta J geteilt durch Sigma Dach mal Wurzel aus Lambda J. Unser Ziel ist es jetzt, diese Ungleichung in dieser Klammer so umzustellen, dass hier in der Mitte nur noch Beta J steht. Weil wenn in der Mitte Beta J steht, dann können wir probabilistische Aussagen über Beta J machen und das wollen wir ja mit dem Confidence-Intervall tun. Das heißt, wir stellen um. Im ersten Schritt multipliziere ich mal hier in der Klammer mit Sigma Dach mit Wurzel aus Lambda J und dann ziehe ich ab Beta Dach J. Dann stehe ich hier minus Beta J minus T Gamma mal Sigma Dach. Hier steht nur noch minus Beta J. Das hier habe ich wegmultipliziert, das habe ich abgezogen. Und hier steht dann minus Beta J plus T Gamma mal Sigma Dach mal Wurzel aus Lambda J. Klammer zu. So. Jetzt müssen wir noch eins machen, wir müssen hier mit minus 1 multiplizieren. Was passiert mit Ungleichungen, wenn man mit einer negativen Zahl multipliziert? Oh, so viele Leute erinnern sich an den Vorkurs. Okay, ja? Dieses Vorzeichen dreht sich um, also das kleine gleich wird größer gleich.
Richtig, genau. Ich modifiziere also jetzt in der Klammer mit minus 1, dadurch dreht sich das Vorzeichen um. Das heißt, hier steht Beta J plus T Gamma mal, achso, können wir hier mal gleich die richtige Reihenfolge benutzen? Sigma 8 mal Lambda J mal T Gamma größer gleich, Vorzeichen kennst du, Beta J größer gleich Beta J minus Sigma 8 und so Lambda J T Gamma Klammer zu. So, und jetzt sehen wir, dass hier steht Beta, Entschuldigung, hier muss natürlich überall Beta Dach J stehen. Das kommt daher. Und jetzt sehen wir, dass hier steht Beta Dach J minus irgendwas, was positiv ist, und Beta Dach J plus irgendwas, was positiv ist. Und Beta J ist größer als das eine und kleiner als das andere. Das heißt, das ist die Wahrscheinlichkeit, dass Beta J in folgendem Intervall liegt. Untere Intervallgrenze, Beta Dach J minus Sigma Dach Lambda J T Gamma. Obere Intervallgrenze, Beta Dach J plus Sigma Dach Lambda J T Gamma. Intervall zu, Klammer zu. Und diese Wahrscheinlichkeit ist laut Ansatz hier oben Gamma. Also ist dieses Intervall ein Gamma-Confidence-Intervall für die J-Komponente des Beta-Parameter-Vektors. Okay. Wir schauen uns das wieder anhand unserer zwei Beispielmodelle an. Zuerst das Modell des Einstichproben-T-Tests. Hier haben wir also Designmatrix als 1-Vektor und Beta ist gleich μ. Wir erinnern uns weiterhin, dass der Beta-Parameterschätzer in diesem Modell gegeben war durch y quer, der Varianzparameterschätzer gegeben war durch die Stichprobenvarianz und Lambda 1 ergibt sich hier zu 1 durch n. Ja, das ist das Inverse von 1n transponiert 1n. Wenn wir jetzt das Theorem zu dem Confidence-Intervall anwenden, was wir gerade bewiesen haben, dann kommen wir auf folgendes Confidence-Intervall: y quer minus s geteilt durch Wurzel n mal t Gamma und y quer plus das Ganze. Und das kommt uns jetzt auch wieder bekannt vor, weil es nämlich die Formel ist für das Confidence-Intervall für den Erwartungswertparameter einer Normalverteilung, die Sie schon letztes Semester gesehen haben. Für das Beispiel, also für die Simulation, wollen wir jetzt das Modell der einfachen linearen Regression verwenden und hier wollen wir insbesondere nochmal die Bedeutung von Confidence-Intervallen fokussieren. Das heißt, diese Interpretation, dass zum Beispiel ein 95% Confidence-Intervall auf lange Sicht in 95 von 100 Fällen den wahren, aber unbekannten Parameter überdeckt. Also sofern sich der wahre, aber unbekannte Parameter nicht ändert und man die Konfidenzintervalle immer wieder auf die gleiche Weise generiert. Gut, wir haben die Modellformulierung identisch zu wie zuvor, das heißt n gleich 10, p gleich 2 und so weiter. Wir legen die wahren, aber unbekannten Beta-Parameter auf 1 und 2 fest. Das heißt, der Offset-Parameter ist 1, Steigerungsparameter ist 2 für alle Simulationen. Wir wollen ein 95% Konfidenzintervall bestimmen und wir berechnen T Gamma entsprechend aus der inversen KVF und unser Lambda J ist auch gegeben. Dann führen wir jetzt 100 Simulationen durch. In jeder Simulation generieren wir einen Datenvektor, generieren wir eine Realisierung des Datenvektors, berechnen Parameter und so weiter und so fort. Wir haben auch unser Konfidenzintervall-Array initialisiert als Anzahl der Simulationen mal 2 mal 2. Mal 2, weil es zwei Komponenten des Beta-Parameters gibt und nochmal mal 2, weil das Intervall zwei Grenzen hat, obere und untere Grenze. Entsprechend berechnen wir hier für jeden Beta-Parameter Vektor-Komponente, also Offset und
Steigungsparameter eine untere Grenze und eine obere Grenze des Konfidenzintervalls. Und das sind die Ergebnisse. Jetzt können wir hier mal durchzählen. Bei dem Offset-Parameter ist es so, dass in 1, 2, 3, 4, 5, 6 Fällen das Konfidenzintervall den wahren, aber unbekannten tatsächlichen Wert 1 nicht überdeckt. Und bei dem Anstiegsparameter ist es in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Fällen der Fall. Das heißt, wir können schlussfolgern, dass also die Eigenschaft vom Konfidenzintervall auf lange Sicht in ungefähr 95 von 100 Fällen den wahren Parameter zu überdecken gewährleistet ist. Ja, bitte. Nochmal kurz zu bei der Simulation. Warum ja. war da die zweite 2 bei der Simulation? Erstmal, weil wir zwei Beta-Werte haben und beim zweiten, also die zweite 2? Weil wir zwei Grenzen des Konfidenzintervalls haben. Okay. Also Sie sehen, der erste Index steht für die Simulation I. Der dritte Index steht für die Beta-Parameter. Und der zweite Index steht für die untere und obere Grenze. Gut, gibt es Fragen bis hierher? Okay, dann machen wir jetzt eine kurze Pause und machen dann weiter mit der Einheit F-Statistiken. Wollen Sie eine längere Pause haben oder ja. kann die auch wieder 5 Minuten sein? Es ist jetzt irgendwie länger. 10, 15, kann ich schon. Gut, dann machen wir 5 nach 3 weiter. Perfekt. Dankeschön.